Und herzlich. Ja. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Jinx. Das dürfte schon die. Oh, lass mich lügen. 40. Folge sein? Ich habe 39, 40, so in den Dreh sind wir jetzt. Ja. Gleich irgendwann kommt dein Lieblingsrätsel. Hey, ja, wir sind so unglaublich lang. Ja. Sag doch, wir brauchen noch eine halbe Ewigkeit. Egal, wir sind schon weit. Trotzdem. Schwimmen. Mhm. Ich lerne nie, dass diese Tür zu ist. Nein, da komme ich her. Vom wie? Da muss ich hin. Er da guckt. Kennst du das nicht? Motto. Wie war das jetzt? Kennst du das nicht? Ich habe das nie gesehen, wie gesagt. Ich habe das schon nach dem ersten Refrain aufgegeben. Dort unten ist eine Tür. Die Tür ist verschlossen. Das siehst du von ich da. Ich wollte gerade sagen, das siehst du von da. Dort unten. 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 Ach so, das war das hier. Ich kann auf einmal schweben. Ach so, das hier. Ich sehe die Zahl nicht. Moment, ich muss die Kamera rücken. Spiel mir mal ein lustiges Kamera rücken. So, jetzt aber. Ich sag nur bei mir. Raus, um, rein, so. Kamera rücken. Ja? Sie war auf einmal in meinem Schrank. Aber ist ja egal. Schlüssel, 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 da. Verwenden. Ich habe Schlüssel, habe. Das sind mit den Füßen geöffnet? Ja. Nein, James. Jenseits der Tür ist es stockdunkel. Wie kann ich erkennen, wie weit sich die Dunkelheit erstreckt? Was? Dunkel. Willst du gehen? Ich muss. Ich muss mal. Nein. Klein James muss mal. Das wollen wir gar nicht wissen. Wie letztens das mit der Hochzeit. Was mit der Hochzeit? Hast du das mit mir gesehen? Weiß ich nicht. Nee, das ach doch, 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 das haben wir zusammen gesehen. Der Hochzeitscrasher. Genau. Wo sind wir jetzt? Gut, dass ich mich erinnere. Irgendwo im Nirgendwo. Mhm. Ich könnte es nachgucken. Will ich aber nicht. Ich will das immer noch sehen, aber ich weiß nicht, wo es ist. Was das ist. Tick. Die Kamera, wie sie... Genau in seinen Schritt. Das ist jetzt nämlich das, was ich erwartet hatte. Du bist ein krankes Arsch. Ich will nicht. Zum Glück ist hier ein Speicher vorher. Aber es ist auch so einfach. Eigentlich. Eigentlich. War die Pizza schlecht? Ich hätte gerne Pizza. Hör auf! Pizza! Wie war das? Ich rieche Pizza! Oh, sag nie wieder dieses Wort! Wer es kennt, darf, keine Ahnung, lachen, sich einen freuen, was weiß ich. Aber es ist jedes Mal geil. Es ist die geilste Folge überhaupt. Dumme Kindersendung, die es damals gab. Die wurde ja abgesetzt. Die gibt es nur noch in Amerika. Ja, total, mit einem Lächeln da. Ach, wirklich. Ich will mich um. Boah, ich verpiss dich. Hallo, mein Chat darfst du immer noch rüberreichen, aber mir auch nicht. Wir reden ja von jemand anderes, nicht von Edi. Da könnte ich mir ein Zelt rausbasteln. Entschuldigung, nichts gegen Dicke. Aber ich bin unglaublich klein. Sie könnte sich doppelt und dreifach hinter ihm verstecken. Ohne Scherz jetzt. Ohne Spaß. Ja, so wie Chef gestern. Marion fragt so, na, hast du Silvester schön gut verbracht? Chef so, ja, sie ist wahrscheinlich erst Mittwoch aus dem Koma erwacht. Du? Ich? Warum? Weil ich mir von die Schnapsnase. Ach so, deswegen. Ja, darüber haben wir schon mal geredet. Ich habe die Tafel gefräßiges Schwein. Wie passend. Man bedenke, das ist jetzt kein Scherz. Schick. Wir haben hier gerade davon gesprochen, dass... Nein. Sowohl Carlo und ich uns... doppelt und dreifach hinter Edi verstecken können. Ja. Kein Scherz, wir sind so wirklich so Spindeldür. Aber wenn man bedenkt, wie viel wir essen,
Ja. So 5 Mahlzeiten am Tag sind so normal für uns. Richtig. Und wenn man so bedenkt, das ist nur ein Beispiel. Und ich hatte da mega Hunger, muss man bedenken. Bitte einmal weiter. Ich nenne das immer als Beispiel. Ja, ich hatte an einem Tag nach der Schule, ungelogen, 6 Teller voll, wirklich voll, Nudeln gegessen. Weil ich so einen Kohldampf hatte. Und es ist ja nicht so, als würden Nudeln nicht sättigen. Nein, überhaupt nicht. Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht. Ich will nicht. Vorhin haben wir jetzt irgendwas abgekürzt. War davor nicht das Gefängnis? Davor war doch das Gefängnis, weil jetzt käme... Kommst du nicht danach? Nein, das kommt davor. Ersticken. Das Gefängnis, er, und dann kommt das Rudern. Okay. Eigentlich. Oder nicht? Egal, ich gehe jetzt auf und zu. Nö, Gefecht. Du bist im Gefängnis jetzt. Ja, ja, ich bin im Gefängnis. Und erst kommt das mit Eddie. Doch, erst kommt das mit erst Eddie. Kommt Eddie. Ich meine, danach käme das Rudern. Mm-mm. Erst kommt Eddie. Ach, warte, ich sollte vielleicht die Waffe wechseln. Mit einer Schlagwaffe komme ich nicht weit. Ja, so ziemlich. Erst kommt Eddie. Da habe ich 126 und hier habe ich das nämlich. Ich gucke mal dein Leben. Ja, ich bin grau. Können Sie Ihr Leben ordnen? So, wir haben jetzt noch 9 Minuten. Ach so, ja. Das kommt ja danach. Ich lerne das nie. Okay, dann kann ich die Waffe wieder wechseln. Ich wollte nicht auf die Karte. Ich habe keine Karte hiervon. Stimmt, die finden wir, glaube ich, irgendwo. Ja, ganz am Ende. Ach so, ja, dann nutzt das nächste. Gucken jetzt. Ganz am Ende, wenn man einmal alles durch hat, war das, glaube ich. What the? Unser tolles Englisch bei Alan Wake, oder was? Genau. Hallo. Ich dachte gerade, also das ist unterschiedliche Personen, weil er sich so selber anguckt. Nein. Also das ist ein Bild, was nur aufgeteilt ist. Lass mich da rein. In die Toilette. Nein. Die Monster kommen hier ja eh nix. Die sind alle in ein Gefängnis eingesperrt. In ihre Zellen. Die können dich aber anspucken. Ja, weil ich ihnen zu nahe komme. Teilweise. Über auf dem Boden sind irgendwelche Magazine verstreut. Schwarze Magie aus dem Abgrund. Wiederauf Erstehung der Toten. Die Chronik des Agrippa. Manuskript der Eisernen Ringe. Eisernen Ringe. Ich schätze, ich sollte mir darüber nicht zu viele Gedanken machen. Maybe, probably. Aber was guckst du da ständig hin, James? Hör auf damit. Ich habe eine Wachsfigur. Puppe. Wie auch immer. Okay, hier ist es abpassen. Ich will die Patronen hier aufheben, James. Kindersendungen. Und du musst aus der Ecke rauskommen, du blödes Arsch. Wir haben zu viele Kindersendungen eindeutig geguckt. James! Danke. Hoppla! Ich weiß doch nicht mehr, welche das war. Weißt du es nicht? Jetzt lässt du mich gleich hier nicht mehr raus, oder? Schlag ihn doch einfach. Tschüss. Schlag ihn doch einfach. Gerne doch. Den sowieso. Kannst du mal da von der Tür weggehen? Hallo, ich muss da hin. Nein. Doch. Hoppla. Ich kann jetzt die Sendung nicht sagen. Hallo, ich wechsle schon zwischen den beiden. Hin und her.
Und du. Thanks. Au. Oh. Wie viel Au hat er? 10. Lass dich nicht ansabbern. Kann ich gehen und runter gucken? Ich weiß. Aber es ist halt kein Mensch. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Nein, bin ich nicht. Oh, ich bin sogar direkt richtig gegangen. Ich bin auch intuitiv richtig gegangen. Hier muss ich hin. Das ist witzig. Ich bin intuitiv richtig gegangen. Wobei ich keinen Schimmer habe, wie ich gehen muss. Du erinnerst dich, wie ich beim letzten Mal suchen musste? Ja, das weiß ich noch. Aber ich bin intuitiv richtig gegangen. Du würdest auch tausendmal nachgucken müssen. Ich werde hier mich auch nicht viel mit befassen, weil hier findest du eh nichts. Wenn du dich erinnerst. Hm. Ich habe ein Feuerzeug. Das werde ich auch später noch brauchen. Ich weiß gar nicht wofür, aber ja. Hallo, mein Freund. Tschüss, mein Freund. Ich weiß noch, was das für ein Kampf hier war. Mich hier zurechtzufinden. Muss ich nur noch wieder auf die andere Seite, meine ich. Weil da die Klappe im Boden war, wenn du dich erinnerst. I don't know. Du erinnerst dich nicht. Im Gefängnis bin ich auch teilweise immer wieder eingeschlafen. I know. Ja, über der Toilette. Ja, über ein Pissoir. Darum hatte ich mich auch so lustig gemacht. Ja. Dass wir, während wir pissen, speichern können. Das will keiner wissen, aber egal. Tschüss, James. Mein Freund. Wir nehmen ja schon fast 6 Stunden auf das Spiel. Das ist noch harmlos. Ich habe über, man, ich habe über 8 Stunden gebraucht beim ersten Spiel. Wenn man F2 und F4 erinnert. Da war 8 Stunden Standard. Genau. Ah, hier sind wir. Ich weiß, wo wir sind. Ah, ja, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir schön sind. Schön tanzt er nicht an. Ja, kann nicht jeder, nicht? Ja. Erste Hilfekasten. Und der zweite. Du spuckst daneben. Du bist ein Zeitdrink. Tschüss. Ich kipp wieder hier mit dem Stuhl. Oh, was guckst du? Patronen für die Pistole. Jagdgewehr. Gewehrpatronen. Schrotpatronen. Du bist im Lager angekommen, wie es scheint. Ja, ja, ich weiß, wo ich bin. Ich erkenne ja deine Orientierung. Gewehrpatronen. Aber ich weiß wirklich, wo ich bin. Im Gefängnis. Ich weiß noch nicht, wie ich hingekommen bin, aber ich... Da tanzt er mich wieder an. Wie immer. Aber ich weiß, dass ich hier am Ende des Gefängnisses auch war. Ja. Noch 2 Minuten. Mhm. Ah, nein, nein, pass nur auf, dass du auch einen Speicher hast, wenn du... Das Pissoir. Wenn du dann gleich beendest. Hier, ha, siehst du? Da müssen wir hin. Gut. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen müssen. Jetzt weiß ich es wieder. Ich will nur gerade gucken. Das da unten speichern? Weiß ich wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nein. Dann speichere am besten nochmal und dann beenden wir. Ja, jetzt muss ich erst wieder zum Pissoir. Weißt du, nämlich, du durch das Gitter gehen? Oh nein, ich glaube, ich habe nicht alles dafür zusammen, was ich brauche. Sag nicht, ich habe nicht alles. Auf dem Boden habe ich ganz kreativ einen Griff machen. Haken brauchst du? Ja, Moment, wir müssen einmal gucken, ob ich alles habe. Ich suche mal die Gegenstände. Ich weiß, was ich brauche. Schön, dass du es weißt. Ja. Das haben wir. Das haben wir auch. Uns fehlt ein Gegenstand. Der Hufaufen? Ja, genau. Der ist auf der anderen Seite. Das kann ich dir so sagen. Aufgang. Was? Ausgang. Ausgang? Am Ausgang hängt's. Dafür muss ich wissen, wo der Ausgang ist. Really? Okay. Wir gehen zurück zum Pessoa, speichern. Dann für heute Schluss. Mhm. Muss ich mich dann zwar wieder orientieren, aber who cares? Hier ist so vieles, genannt, was du, glaube ich, nicht aufgehoben hast.
weil ich auch einfach nur durchgerannt bin und nur in die in Zellen gegangen bin, die offen waren, weil du sowieso nur du da was findest, wenn überhaupt. Okay, damit beenden wir die Folge. Hat Spaß gemacht. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.